Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren kurzen Infovideo zu Blight. Oh, ich weiß gar nicht, ob das so kurz ist, aber ich habe aufgrund vieler Nachfragen von euch, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal die ganzen Blight-Rezepte, die man für die Herausforderungsliga braucht, weil es da doch irgendwie ein paar Unstimmigkeiten gab und ein paar Sachen sind ja auch nicht in meiner Playlist für die Händlerrezepte drin und deswegen gehen wir die einfach mal so stückchenweise durch. Ich sag mal, das, was ihr jetzt... Was ich euch zeige, müsst ihr beim Händler eures Vertrauens verkaufen. Das kann irgendein Händler in-game sein. Also was weiß ich, kann hier einer von euren Leuten sein, die ihr hier im Versteck eingeladen habt. Kann natürlich auch in irgendeiner Ansiedlung sein. Aber wir gehen jetzt mal durch. Also ich sag mal, das erste Händlerrezept, das ja auf dieser Herausforderungsliste steht. Wo ist sie? Rup. Was ja auf dieser Herausforderungsliste steht, Meißel des Kartografen habe ich schon, zeige ich euch trotzdem. Das auf dieser Herausforderungsliste steht, wäre an der Stelle das Blightöl. Und damit fangen wir jetzt auch an. Dafür nehmt ihr im Prinzip drei gleiche Blightöle. Die müsst ihr ja bei diesen Blight-Herausforderungsbegegnungen, die müsst ihr ja erbeuten da, die fallen ja ab und zu. Ihr nehmt drei gleiche, identische Blightöle und die legt ihr beim Händler rein. Ihr bekommt dann im Gegenzug dafür ein besseres Öl und habt dann das Händlerrezept abgeschlossen. Das nächste, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Naja, wohl, das mit dem Blei ist auch so eine Sache. Muss ja auch erstmal fallen, ne? Das nächste ist ein bisschen aufwendiger. Und zwar geht es dann um das Chaos-Rezept, also für die Chaos-Sphäre. Es ist ein ganz simples Rezept, das man eigentlich immer brauchen kann. Sollte man unbedingt kennen, auch generell, weil man damit Chaos-Sphären bekommen kann. Und zwar geht es darum, ihr müsst beim Händler ein komplettes Set seltene Items, also der gelben, müsst ihr beim Händler reinlegen. Ganz wichtig ist, dass die im Prinzip eine Gegenstandsstufe von 60 bis 74 haben müssen. Ich drücke jetzt einfach mal hier die Alt-Taste, dann kann man sehen, Gegenstandsstufe wäre hier zum Beispiel nur 21. Nein, Quatsch. Ah, kurz verwirrt. Ich habe auch das Falsche geguckt. Mein Ziegenhorn. Linke Seite, Karui-Keule, da ist sie. Gegenstandsstufe 70. So, die Items müssen sein. Gegenstandsstufe 60 bis 74. Die findet man in der Regel in den Gebieten, die auch die, ja, ich sag mal, Gebietsstufe 60 bis 74 haben. Wenn wir jetzt mal einfach mal gucken, ich sag mal, hier zum Beispiel, dann stellen wir fest, Teil 2, Akt 10, wo geht das los? Hier haben wir zum Beispiel 64, wäre da Gegenstandsstufe. Das geht in der Regel, geht das los bei Akt 9 und zwar, wollen wir mal gucken, 60, ich sag mal, mein Blutäquädukt, da geht das los. Alles, was ihr ab da findet, könnt ihr in der Regel für dieses Händlerrezept verwenden. Ihr müsst bloß ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt schon in den Maps seid und ihr seid wesentlich höher in höheren Gebieten unterwegs, wenn ihr nur Items der Stufe 75 plus da reinschmeißt, dann gibt es dafür kein Chaos-Sphäre, sondern dann bekommt ihr dafür eine, oh, jetzt muss ich direkt mal gucken, ich habe es nicht so mit Namen, dann bekommt ihr dafür, ich meine, eine göttliche Sphäre. Meine ich. Müsste ich jetzt selber nachgucken, aber ich glaube, eine göttliche Sphäre. Ich nutze es dann auch nicht so oft oder ständig, aber ich meine, es ist eine göttliche. So, wir machen das mal. Also, es muss ein komplettes Set sein. Das heißt, Schuhe, Stiefel, Ringe, Amulett, alles, was man eben so im Großen und Ganzen hat, muss da eben rein. Ihr könnt eine Zweihandwaffe verwenden. Ihr könnt natürlich auch zwei Einhandwaffen verwenden oder eine Einhandwaffe und ein Schild. Wichtig ist, es muss eben ein komplettes Ausrüstungsset sein. So, und wenn wir das da eben reinlegen, irgendwas fehlt mir noch, das Amulett, dann bekomme ich dafür eine Chaos-Sphäre. Schon haben wir das auch abgeschlossen. Das nächste, was wir haben, ist das Granitfläschchen. Das Granitfläschchen, das ist ein bisschen komplizierter, weil ihr braucht im Prinzip ein Topazfläschchen, ein Rubinfläschchen und ihr braucht ein Saphirfläschchen. Alle drei müssen den Modifikator der Eisenhaut haben. Das heißt, unten muss irgendwie erhöhte Rüstung während Fläschchenwirkung stehen. Das habt ihr natürlich standardmäßig nicht. Klassisch findet ihr die, das ist natürlich das falsche Fläschchen, aber nur zum Zeigen. Klassisch findet ihr natürlich unter Umständen so ein weißes Fläschchen. Das müsst ihr dann erstmal blau machen. So, und dann könnt ihr hier mit der Veränderungssphäre könnt ihr den Modifikator ändern. So, das wäre jetzt falsch. Da ist nur ein Modifikator drauf. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel auch versuchen, mit der Aufwertungssphäre einen zweiten drauf zu packen. Ah, das wäre es jetzt auch wieder nicht. Jetzt nehme ich wieder eine Veränderungssphäre. Und das mache ich eben so oft, bis ich da Fläschchen habe, wo der Eisenhaut ist, also wo eben ein Rüstungsmodifikator drauf ist. Wenn ich diese drei Fläschchen dann mit diesem Modifikator hier bei Sana reinlege, dann bekomme ich dafür im Gegenzug ein Granitfläschchen.
So, jetzt haben wir schon diverse abgeschlossen. Das nächste ist das Lebensfläschchenrezept. Das Lebensfläschchenrezept ist relativ simpel. Ihr braucht im Prinzip 3 Heilflaschen, also 3 Lebensfläschchen. Ist auch egal, was die für Items haben. Es muss grundsätzlich die gleiche Art sein. Also hier zum Beispiel 3-mal ein geheiligtes Lebensfläschchen. Da müsst ihr darauf achten, dass es die gleiche Art ist. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch beim Händler gehen. Ich sage jetzt mal Akt 1. Guckt mal, was der für Fläschchen so im Angebot hat. Kauft ihr euch eins, manchmal hat er natürlich keine 3, wie das dann auch immer so ist. Dann kauft ihr euch erstmal nur 1 oder 2, wie viel er hat. Und dann guckt ihr nach 1, 2 Tagen, guckt ihr nochmal rein. Irgendwann resettet sich das, dann kann man da die Heilflaschen auch wieder kaufen. Ihr könnt auch mehrere Händler abklappern, nachher werden die aber immer besser. Verkauft ihr diese 3 gleichen Fläschchen, bekommt ihr ein besseres Fläschchen dafür und habt automatisch das Händlerrezept geschafft. Das nächste, was wir dann haben, das sind die schnellen Schuhe. Bei den schnellen Schuhen mit 10% Bewegungsgeschwindigkeit müsst ihr reinlegen ein weißes Paar Schuhe, das muss weiß sein, nicht blau, nicht golden, das muss weiß sein, ein Quecksilberfläschchen, das ist egal, was das ist, ob das ein weißes oder ein blaues ist, könnte theoretisch wahrscheinlich sogar ein einzigartiges sein, würde ich immer nicht verwenden, und eine Aufwertungssphäre. Wenn ihr diese 3 Sachen reinlegt, das war die falsche Flasche, Entschuldigung, das, das und das, dann bekommt ihr Schuhe mit 10% Bewegungsgeschwindigkeit und habt das Händlerrezept erfüllt. Was brauchen wir nun? Jetzt brauchen wir den Meißel des Kartografen. Der Meißel des Kartografen, auch ein schönes Rezept. Dafür braucht ihr Maps mit Qualität. Ihr braucht entweder eine Map, die 20% Qualität hat, oder ihr braucht eine Map oder ihr braucht insgesamt Maps, die mindestens zusammen 40% Qualität haben. Wenn ihr Meißel des Kartografen schon gefunden habt und ihr habt eine weiße Map, dann könnt ihr natürlich auch 4 Meißel einfach da drauflegen, könnt ihr beim Händler verkaufen und dann bekommt ihr automatisch auch ein Meißel zurück, habt das Händlerrezept auch erfüllt. Ich nehme jetzt mal diese Variante mit den Maps, die hier insgesamt 40% Qualität haben. So, und dann bekomme ich ein Meißel des Kartografen und an dieser Stelle würde jetzt auch die Meldung kommen, dass ihr das Händlerrezept habt. Das Prisma des Gemschneiders ist eigentlich genauso ein Rezept, bloß dass wir eben keine Maps verwenden, sondern wir verwenden dafür Gemmen. Auch die findet man nachher in den Maps. Die würde ich jetzt nicht verändern mit Prisma des Gemschneiders, das ist viel zu teuer. Die müsst ihr wirklich darauf achten, wenn ihr die in Maps findet. Solltet ihr aber generell tun, nehmt diese Gemmen immer mit und wenn ihr ausreichend davon habt, dann verkauft ihr die, weil ihr diese Prismen, die könnt ihr nachher super brauchen, um eure eigentlichen Gemmen mehr oder minder aufzuwerten. Es gibt ja auch unter Tipps und Tricks, gibt es ja auch ein Video, wie man Gemmen flippt. Solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr es nicht kennt. Schon habe ich wieder ein Händlerrezept erfüllt. Als nächstes brauchen wir die Geschichte mit der Sphäre der Alchemie. Da gibt es ein super einfaches, es gibt ein sehr kompliziertes Händlerrezept, das zeige ich euch jetzt nicht, sondern es gibt da ein sehr, sehr simples Händlerrezept. Und zwar müsst ihr 3-mal das gleiche Item haben. Das heißt, ich habe hier einen Langbogen genommen. Das heißt, oben muss die Bezeichnung identisch sein. Und das müsst ihr haben, einmal in der Ausführung, wie jetzt hier, weiß, einmal in der Ausführung blau und einmal in der Ausführung gelb oder golden und die müssen jeweils Qualität 20 haben. Gibt es einen super Trick, geht ihr auch, Händler Akt 1, guckt mal nach, ob er von irgendwas 3 gleiche Items hat, die kauft ihr euch als weiße Items, dann wendet ihr einfach euer Plattnerschrott oder Plattnerstück, wie es jetzt heißt, beziehungsweise Schleifstein drauf an, um da 20% Qualität draus zu machen. Ihr braucht ja dann insgesamt 4 Stück jeweils. Habt ihr 20% Qualität, dann nutzt ihr eine Sphäre der Alchemie, macht einen golden. Eine Umwandlungssphäre macht ihr einen blau. Einen lasst ihr weiß. Habt ihr 3-mal das gleiche Item. Auch hier wieder die Geschichte, solltet ihr die 3 Items nicht gleich da haben, dann schaut ihr entweder beim anderen Händler nochmal. Also wie gesagt, es müssen wirklich 3 gleiche Items sein. Es dürfen nicht einfach 3 Bögen sein. Es muss 3-mal der gleiche Bogen sein. Oder 3-mal die gleichen Schuhe sein. Oder. Sachen, die man natürlich nicht mit Qualität versehen kann, Gürtel zum Beispiel, die nutzen euch nichts, weil muss eben 20% Qualität haben. Legt ihr das beim Händler rein, dann habt ihr auch schon eure Sphäre der Alchemie und habt dann auch hier das Händlerrezept abgeschlossen. Bei der Sphäre der Möglichkeiten ist das eigentlich genau das gleiche wie beim Chaosrezept. Der Unterschied ist nur, wir brauchen hier Items der Stufe maximal 59.
Nun könnt ihr ganz klassisch einsammeln. Ihr könnt jetzt also, wenn ihr das Chaos-Rezept zum Beispiel macht, sammelt ihr einfach die doppelte Menge an Items ein. Und dann müsst ihr euch noch ein Item besorgen, das von der Stufe drunter ist. Also es reicht aus, wenn ein einziges Item eben unter 60 ist, dann greift nicht mehr das Rezept für die Chaos-Sphäre, sondern das schlechtere Rezept in Anführungszeichen. Und das machen wir jetzt hier. Ich setze die hier mal rein. So, das heißt, ich habe hier eigentlich eine Mischung. Also hier sind ein paar Items drin, die sind schon über Stufe 59 und ein paar Items sind unter Stufe 59. Und wenn ich die jetzt eben hier reinschmeiße, den noch und den noch, dann habe ich hier eine Sphäre der Möglichkeiten. So, jetzt gibt es noch die letzte und das ist die Wahlsphäre. Für die Wahlsphäre muss man ein bisschen, na, man muss gar nicht so viel haben. Das ist zum Beispiel relativ simpel. Dafür müsst ihr ja in diese verderbten, verfluchten Gebiete gehen. Ihr braucht, da fallen ja ab und zu mal Wahlgem. Davon braucht ihr in der Zahl 7 Stück. Und manchmal fallen da auch Fragmente, diese Opfergaben. Davon braucht ihr 1. Geht ihr dann zum Händler, könnt ihr im Prinzip diese 7 Gemmen da reinlegen und dann noch dazu diese eine Opfergabe, das eine Fragment. Und wenn ihr dann an dem sagt, habt ihr alle Händlerrezepte zusammen. Ganz wichtig, das mal als Hinweis, ein bisschen allgemein muss ja auch nochmal gestattet sein. Viele dieser Händlerrezepte, ich glaube das einzige ist das Prisma und natürlich die Bleitöle, sind in der Playlist für die Händlerrezepte. Findet ihr ja unten in der Videobeschreibung den Link dahin. Vielleicht einfach mal durchschauen, ist das eine oder andere Interessante dabei. Manche Sachen sind auch vielleicht ein bisschen nutzlos, wie jetzt diese Geschichte mit den Schuhen, vergisst mal wieder. Interessant ist aber, man guckt sie einmal durch und speichert sich einfach ab, wo man die zukünftig finden kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg. Wenn noch irgendwie Fragen sind, das bestimmte Herausforderung, dass ihr da Hilfe braucht, das ist ja nochmal ein Tipp oder ein Video dazu machen soll. Die Liga ist noch lang, wir haben noch ein bisschen Zeit. Schreibt es mir ruhig irgendwo mal in die Kommentare. Und wenn ich das irgendwie umsetzen kann, mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, ich drücke euch die Daumen, guten Loot und natürlich, dass ihr möglichst viele Herausforderungen schafft. Bis zum nächsten Mal.